Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Müller. Die Müller 5 vor 20 Aktion. Also die ich im Laden gekauft habe. Ich habe noch was online bestellt, aber die mache ich dann extra. Das kommt dann wahrscheinlich mit den anderen Müller-Filmen, die ich gekauft habe, wahrscheinlich zusammen. Mal gucken, wie ich das mache. Hier sind erstmal die ich im Laden gekauft habe. Wie gesagt, ist ja hier 5 vor 20 mit dabei, die Aktion. Und ja. Ihr kauft 5 Filme, bezahlt 20 Euro, also kriegt ihr einen umsonst noch. Also dann quasi pro Film 4 Euro. Noch dazu kommt, im Laden haben sie andere Filme als online. Das hat mich auch dazu geraten, mal wieder hinzufahren zu Müller und zu gucken. Und ich war erstaunt, warum die Filme online nicht sind und im Laden ja. Ja, da würde ich sagen, ich schieb's mal zur Seite und dann fangen wir mal an. Ein Klassiker, ja. Zurück in die Zukunft. Habe ich schon ganz oft erwähnt. Ich glaube, das weiß jeder schon auf dem Kanal, wer jetzt die Videos immer verfolgt. Ich habe noch nie einen Zurück in die Zukunft-Film gesehen. Also das ist so, sag ich mal, die größte Schande, so was ich sage, an Klassiker, die ich noch nicht gesehen habe. Ich kenne Predator, Terminator, Rocky. Aber Zurück in die Zukunft, sowas kenne ich noch nicht. Also ich habe mir die nie angeguckt irgendwie. Ich weiß nicht, war irgendwie nicht so meins damals als Kind. Und jetzt als Erwachsener würde ich mal gucken, wie das so rüberkommt. Weil ich habe es ja auch noch nie gesehen. Gibt es auch in 4K? Ja, weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob die Filme überhaupt was für mich sind. Deswegen habe ich mir einfach mal den für 5 Euro mitgenommen hier. Den ersten Teil. Ich weiß gar nicht, ob es die anderen auch gibt. Wenn, da wollte ich mir die auch noch da mitnehmen. Wie gesagt, ich gucke erst mal hier bei den Filmen, wie da ist. Und wenn sie mir gefallen, dann kaufe ich mir wahrscheinlich die 4K-Box. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich kann nichts sagen hier. Wie sagt der Mac? Wie heißt der noch das Auto? Ich will mich jetzt nicht versprechen. McLaren? Ne. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Kennt ihr das berühmte Auto da? Das ist ja cool. Das kenne ich auch, ja. Wie gesagt. Das ist der erste Teil. Dann. Auch ein Film, wo ich echt überrascht war, dass der auch dabei ist, Beach Bum. Mit Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher. Hier, wie heißt der jetzt? Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Von Bad Boys, macht auch mit hier. Martin Lawrence, genau. Im Vertrieb von Constantin Film hier. Ja, damals auch gesehen. Viele haben den gefeiert, viele haben den gehasst irgendwie, keine Ahnung. Und wie gesagt, würde ich mir jetzt mal auch mal reinziehen. Ist ja eher zu zwiespalten die Meinung. Also manche finden den gut, manche finden den nicht so gut. Also keine Ahnung. Mal gucken, wie ich den finde. Ja, ist ja erst so ein Kifferfilm, so ein bisschen. Aber sowas gucke ich eigentlich auch gern. Deswegen. Dann auch noch eine Reihe. Pack sie gleich mal beide hin. Auch noch eine Reihe, die ich noch nie gesehen habe, das schon Kult in Deutschland ist, ja, also Kult wirklich, Fuck you Goethe. Mich hat es wirklich nie interessiert, das war auch damals, glaube ich, beim zweiten Teil noch, da war ich mit einem Kumpel das müsste 2015, müsste da ungefähr gekommen sein, 2015 war ich mit einem Kumpel in Maze Runner 2 im Kino und ja, der lief da auch gerade alle im großen Saal, alle Reihen hier, in Fuck you Goethe, Maze Runner war auch schon recht voll. Aber das ist richtiger Hype. Jetzt werden sich viele fragen, ja, wo hast du Teil 1? Und ja, ich habe wirklich noch nie einen Film gesehen. Also ich kenne keinen Film von. Nicht mal den ersten, den Klassiker. Der erste war nicht da, deswegen habe ich den nicht. Das heißt, jetzt kann ich wieder nicht anfangen, weil mir der erste fehlt. Also wirklich verhext. Aber ich habe mir die beiden mal gegönnt. Ich glaube, für 10 Euro pro Film, was draufsteht, hätte ich die nicht gekauft. Also muss ich sagen, ich würde es einfach mal gucken. Ich würde den Hype verstehen. Ich meine, das sind ja mit so jetzt die begehrtesten Filme seit 10 Jahren, so an deutschen Filmen jedenfalls. Meine deutschen Filme sind ja wirklich nicht gut. Da gibt es ja noch der Goldene Handschuh, da soll es ja gut sein. Aber sonst meckert jeder immer über deutsche Filme. Ja. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir die mal an, wenn ich dann mal Teil 1 kriege. Wenn ich das nächste Mal Müller bin, vielleicht kommt in einem anderen Update dann mal das. Hier über 7,6 Millionen Zuschauer und hier über 6 Millionen im dritten. Im zweiten hat noch mehr. Ich weiß gar nicht, im ersten. Ja, mal gucken. Also das ist echt.
Ja, der erfolgreichste Film 2015. Ich habe ja gesagt, 2015 war ich das, wo ich im Maze Runner 2 im Kino war. 7,6 Millionen Zuschauer. Wir haben ungefähr 83, 84 Millionen Einwohner. Also hört sich jetzt im ersten Anblick zwar schon viel an, aber denkt man, ja, geht noch mehr. Also das Kino geht zurück auf jeden Fall. Also so viel, wenn mal ein Film 1 Million Zuschauer hat, ist schon viel, aber Wahnsinn, ey. Wirklich so viel Zuschauer. Ich zeige nochmal die Filme einzeln so. Wie gesagt, das ist der zweite. Den ersten werde ich mir auch mal noch gönnen. Wenn sie den haben, aber ich glaube, 10 Euro gebe ich da jetzt nicht aus. Ja, wie gesagt, das ist der erste. Ach, jetzt bin ich schon falsch. Das ist doch der zweite. Ah, das ist der zweite Teil. Den ersten habe ich noch nicht. So. Das ist der zweite Teil. Dann haben wir den dritten Teil. Noch einen gibt es nicht. Ich weiß nicht, kommt da noch ein Teil? Ich glaube, er kommt keiner mehr. Wann kam der? 18? 17? Doch schon 17. Ja. Weiß ich noch, damals, wo der dritte kam, kam sogar so ein Special. Alle drei im Kino. Hintereinander. Auch nicht schlecht. Das ist der dritte Teil. So, dann machen wir weiter. Auch. Ja, kenne ich noch nicht. Und zwar DreamWorks. Ja. DreamWorks sammle ich auch so ein bisschen. Sind ja diese, was ich echt schade finde. Vielleicht, also wenn ich den nochmal in die andere Version kriege. Ich glaube, ich kaufe den nochmal. Dann verschenke ich den eben auch. Diese. Gab es ja diese DreamWorks Collection. Mit dieser Nummerierung. Trolls. Das ist fast so wie die. Disney Collection gab es ja auch mit Pappschuber und alles. Hier gibt es keinen. Wie gesagt, ich mache erstmal den hier. Captain Underpants. Der super tolle erste Film. Ja, der ist ja richtig gefloppt. Deswegen kam. Sollte ja auch eine 4K damals kommen. Kam nicht. Weil er so gefloppt war. Ja, soll ja jetzt nicht so geil sein, der Film. Ja, wie gesagt, DreamWorks, ich gucke die immer an. Aber die letzten Filme waren ja außer Drachen ziemlich leicht gemacht. So war ja nicht mal die Ideen so geil wie früher. Ja, ich glaube, DreamWorks gibt es auch gar nicht mehr so richtig. Gibt es schon noch, ist ja jetzt durch Universal. Hier, Universal im Vertrieb. Das war ja erst bei Paramount, dann bei Fox. Fox hat es wenigstens noch rechtzeitig abgekauft. Wenn das Disney mitbekommen hätte, also die hätten das Studio auch dicht gemacht, wie ja Blue Sky, was ja von Ice Age ist, haben sie auch dicht gemacht, weil die haben ja Disney und Pixar, also brauchen sie nicht. Ja, wie gesagt, kenne ich nicht. Und Trolls kenne ich auch noch nicht. Also irgendwie, die haben mich halt nicht mal so angesprochen, aber jetzt für den Preis, man kriegt auch noch einen umsonst. Da ich den, kann man sagen, quasi auch umsonst gekriegt, da kann man das machen. Wie gesagt, Lena spricht ja den und hier so ein anderer noch. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Den zweiten habe ich ja auch auf 4K. Leider gibt es den ersten nicht in 4K. Was ja jetzt auch rauskam. Das ist wieder uralt, wenn ihr das hört. Shrek. Da habe ich auch noch nicht alle auf Blu-ray. Ich habe mir jetzt den vierten bestellt. Den vierten Teil. Und den dritten, den bekommt man gar nicht mehr so leicht. Außer Amazon habe ich den jetzt gar nicht mehr so gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Also die anderen bekommt man alle noch recht gut. Aber den dritten Teil irgendwie nicht. Ja, wie gesagt, das ist Trolls. Das ist Teil 1. Den zweiten habe ich als 4K. Und dann die letzten beiden Filme ist auch so ein Kinderfilm. Ja, das ist jetzt keine Reihe, so ein Warner. Happy Family. So noch die ganz Altauflage hier. Ja, ist so die Verarsche von Hotel Transylvanien 3. Also nicht Verarsche, Nachmache. Habe ich mir jetzt auch nur vom Fünfer mitgenommen. Da kann man echt nicht meckern. Wahrscheinlich Levels, wenn du zuguckst hier. Also ich habe ein paar geile Filme. Der mag echt Animationsfilme. Nee. Mehr hatte ich ja nicht. Ne, drei nur. Aber was für dich dabei auf jeden Fall, wenn du da jetzt zuguckst. Ja, guck gerne Animationsfilme, auch DreamWorks so, denke ich mal. Ich denke mal, die Wörter schon haben. Weiß ich jetzt nicht. Ja, wenn du die schon geguckt hast, kannst du auf jeden Fall mal zu die drei was sagen. Ja, Happy Family hier, wie gesagt, von Warner. Ich weiß gar nicht, war das ein Hit? Keine Ahnung. Hat mich jetzt auch wieder nicht so interessiert. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Euch interessieren Filme. Aber ihr kauft die nicht zum Release für 15 Euro. Das ist ein Film hier. Ja, 5 Euro mache ich noch. Aber ich glaube, 10 Euro hätte ich da auch nicht für bezahlt. Also, mich interessiert schon der Film, aber ja, halt der Preis nicht. Und dann der letzte Film, auch cool. Habe ich noch nicht gehabt. Hier mit Mark Wahlberg von Paramount.
Plötzlich Familie, also mit Rose Byrne, Byrne, die kennt man ja unter anderem von Bad Neighbors und Emir, Mark Warburg, ja, Transformers, Shooter, kennt man ja. Ist auch so eine lustige, denke ich mal, so eine Feel-Good-Komödie. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Guckt man sich auch mal gerne an, so einen Sonntagnachmittag. Über 60 Minuten Familienspaß. Hier für den Preis auch damals auch zu teuer, 15 Euro. Ah, brauchte ich nicht. Ja, jetzt hier für den Preis kann man machen. Ja, kann man machen für den Preis. Und ja, das waren die ersten 8 Filme. Wie gesagt, das sind noch so eine Klassik-Kultfilme. Aber ich glaube, mehr waren es auch nicht. Ich meine, die hätte ich auch jetzt hier noch reinnehmen können, aber ich habe die, wie gesagt, ich habe die. Mache ich wahrscheinlich im Müller-Update mit. Also ich denke mal, das nächste wird das Müller-Update. Und ja. Oder vielleicht kommt auch anders. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie gesagt. Müller kommt auf jeden Fall dann extra. Die Müller, was ich in Müller gekauft habe. Und ja, was dann zeige ich euch nochmal die Filme. Plötzlich Familie, Happy Family, Trolls und Captain Underpants. Wackelkröte 2, 3. Wie gesagt, ich brauche noch den ersten. Beachbum und Zurück in die Zukunft 1. Wie gesagt, ich gucke da immer mal, wenn ich mal jetzt wieder vor, ob die vielleicht wieder mal noch ein paar andere haben. Da hole ich mir auf jeden Fall noch welche, weil für den Preis kann man nicht meckern. Das sind wirklich Preise, die bekommt man nicht mal bei Amazon. Ja, wollte ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Kennt ihr was von dem Film? Und alle neuen Zuschauer, lasst auch gerne mal ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.